du bist? Parker, Officer Danny Parker, Polizei von Hill Valley. Kennen wir uns irgendwo hier? Nein. Setz dich hin, Fremder. Ich geb dir einen aus. Wie ich höre, hast du Probleme. Probleme? Kumpel, niemand hat solche Probleme wie ich. Willst du darüber reden? Ich will. Oder? Ja! Hör zu. Alles begann, als dieses Auto... Every morning, every evening, ain't we got fun? Not much money, oh, but honey, ain't we got fun? The rent's unpaid, ja, dear. Was ist denn mit dem Problem? Ach, ich will nicht in Selbstmitleid versinken. Ich will hier, um fröhlich zu sein. Halleluja! In the winter, in the summer, don't we have fun? Times are bummin', getting bummer. Ich bin hier. Ich soll diesen Typen dazu bringen, Kid Tennant zu verhaften? Heute noch? In the winter, in the summer, don't we have fun? Times are bummin', getting bummer. Come to me, my melancholy baby. Cuddle up and don't be blue. All your fears are foolish fancy, maybe. You know, dear, that I'm in Danny. Love with you. Nun, was die Probleme angeht. Alles begann am 14. Juni. Ich verfolgte einen von Tennants Jungs. Als plötzlich dieses Science-Fiction-Auto auftauchte und mich von der Straße drängte. Nein. Dann habe ich einen Zeugen verloren. Von dem armen Teufel hat man nichts mehr gehört. Das war nicht deine Schuld. Und dann zu allem Überfluss. Ein 80-jähriger Brandstifter entwischt, als nicht ein, sondern zwei Weltraumautos auftaucht und ihn mir wegschnappt. Das ist unglaublich. Hat der Chief auch gesagt. Er wurde sofort degradiert. Meine Familie schickte mich zum Psychiater, weil sie dachten, ich halluziniere. Am schlimmsten war, dass mich mein Mädchen Betty verlassen hat. Sie glaubt, ich bin verrückt und ein schlechter Ernährer. Betty? Jennifers Großmutter Betty? Was? Hör zu, Danny. Es ist wirklich wichtig, dass du dich mit Betty wieder versöhnst. Der Zug ist abgefahren. Zum Teufel mit dir. Ich habe ein kleines Geheimnis, mit dem ich 10-mal so viele Frauen wie Betty kriegen kann. Es gibt ein Geheimnis? Welches? Ich sollte es dir nicht erzählen. Wenn ich so traurig bin, kann ich nicht klar denken. Aber hör zu. Ja? Ich mag dich. Du bist mein neuer bester Freund. Dann bis später, Danny. Ich bin hier. Secrets are for sharing love, they're not meant for blaring love, whisper in my ear, so no one can hear. Shh. Whisper in my ear, let me read you soft and clear, don't make it fortissimo, Danny. Make it pianissimo, whisper was das Geheimnis angeht. Oh ja, mein Geheimnis. Gut, du bist mein Freund, dir kann ich's ja sagen. Aber verrate es niemandem. Ich arbeite seit über einem Monat für Tennant. Was? Es ist wahr. Ich muss nur wegsehen, wenn Beweise vernichtet werden oder ein Laster voll Gin über die Bezirksgrenze kommt. Dann
kümmert sich Tennen darum, dass ein paar Extrascheine in meine Lohntüte kommen. Gutes Geschäft. Nein, kein gutes Geschäft. Wo ist das Problem? Die Leute müssen trinken, oder? Und solange niemand verletzt wird, warum sollte Daniel J. Parker nicht ein paar Mäuse dabei machen? Aber da kommen Leute zu Schaden. Kit ist ein Killer. Ach, das sind nur Gerüchte und falsche Beweise. Obwohl, die Ehrengalerie ist schon ziemlich gruselig. Oh Gott. Das war ein schrecklicher Fehler. Ich dachte, wenn ich ihr etwas Geld gebe, würde Betty mich zurückwollen. Wenn sie herausfindet, was ich getan habe, spricht sie nie wieder mit mir. Was habe ich getan? Komm schon, Danny, reiß dich zusammen. So schlimm ist es nicht. Nicht so schlimm? Ich bin ein korrupter Bulle, der seine einzige Chance auf wahre Liebe verspielt hat. Wieso ist das nicht so Oh Gott. Warte, du gehst hier nicht weg, bis ich weiß, was mit dir nicht stimmt. Bist du wirklich an Valenti? Ich habe hier etwas, das dich vielleicht überzeugen könnte. Keine Bewegung. Das ist keine echte Knarre, ich schwör's dir. Sieh mal, die ist ein Geschenk von Don Valenti. An deine Familie von meiner, aus Dankbarkeit für deine fortwährenden Dienste, J.J. Valenti. Sieht aus, als wäre der kleine Sonny Crockett hier wirklich bei der Aktion Sacramento da. Du hast Mumm, Kleiner, das mag ich. Gönn dir einen Drink, geht aufs Haus. Matches, Knarre runter. Du siehst aus wie ein Vollidiot. Hey, Arthur! Er ist wieder da. Denken Sie, ich könnte Ihren Text von You Should Care haben? Ich habe selbst einen Club, der wirklich etwas Inspiration brauchen könnte. Sicher, lassen Sie mich nur schnell eine Seite aus dem Gesangsbuch. Hier, bitte. Danke. Bis bald. Kämpfen Sie weiter für das Gute. Willkommen zurück. Parker scheint hier noch geparkt zu sein. Hey Trixie, sieh mal da. Wieso? Hast du das nicht gesehen? Nein. Ah, schon gut. Polizist. Ich hatte zwar ein paar Aussetzer, vielleicht auch einen Geistigen, als ich ein verschwindendes Weltraumauto gesehen habe, aber ich bin ein guter Mann. Genau. Und alles, was ich tun muss, um Betty zurückzugewinnen, ist der gute Mann zu sein, der ich war. Egal, wie die Dinge laufen. Okay.
Also, was jetzt? Ich warte auf den richtigen Moment, Kit Tannen fertig zu machen, meinen guten Ruf wiederherzustellen und das Herz von Betty Lipinski zurückzuerobern. Tun Sie das. Ich wette, der Moment wird sehr bald kommen.